auserkoren worden für das Elfmeterschießen. Rüdiger Vollborn geht hinein. Die Gladbacher Kurve. Vollborn kommt. Immer wieder faszinierend. Die Entscheidung durch Elfmeterschießen. Eines der Spiele, die ich immer noch aufgehoben habe, das Spiel damals Leverkusen gegen Espanyol Barcelona. 3:0 nach Verlängerung, nach einem 0:3 im Hinspiel, UEFA Cup, Endspiel 88. Und dann Elfmeterschießen, der Sieg für Bayer, die Tränen von Ribbeck und als erster schießt Martin Max für Gladbach. Damals verschoss Ralf Falkenmayr für Leverkusen den ersten, das weiß ich noch, wie heute. Der Platz rau da unten am Elfmeterpunkt. Ich bin dort vorhin gewesen, holperig. Martin Max, 1:0 für die Borussia. Wir zählen mal das Elfmeterschießen für sich. Die Wiederholung, ganz sicher. Uwe Kamps gegen Jorginho. Pfiffe, man kennt das. Jorginho. Wenig Anlauf, auch er. Und Kamps hält! Und hier wackelt unser Reporterplatz. Keiner sitzt mehr auf der Tribüne. Kamps ahnt die Ecke. Großartig. Trainingsbesessen Uwe Kamps und er riesig enttäuscht. Er würde so gern zum Abschluss noch Pokalsieger werden mit Leverkusen. Und es schießt Horst Steffen. 1:0. Für die Borussia. Vollborn hält. Wie damals schon gegen Barcelona. Rüdiger Vollborn. Ein sachlicher Torhüter. 1:0 weiter für die Borussia. Heiko Herrlich gegen Uwe Kamps. Die Pfiffe, das ist klar. Man will den Schützen und nerven. Heiko Herrlich. Kamps hält! Den zweiten Elfmeter. Unglaublich. Uwe Kamps, einst ein Hallodri. Schwarm der Gladbacher Damenwelt. Inzwischen verheiratet. Wartet sein Kind Heiko Herrlich, deprimiert wie sein Freund Jorginho, der ebenfalls scheiterte an diesem großartigen Gladbacher Torhüter. Jörg Neun. Vorbei! Unglaublich. Unglaublich. 5 Elfmeter schon und erst einer verwandelt der von Martin Max der Erste. Vollborn in die verkehrte Ecke geschickt und dann vorbei. Lupescu. Also Elfmeterschießen sind ja wahrhaftig schon dramatisch genug, aber dieses ist noch ein Stückchen dramatischer als die bisherigen. Lupescu gegen Kamps. Und er macht, was er immer macht, er hält auch diesen. Unglaublich. Unglaublich, Uwe Kamps. Uwe, Uwe, Sprechchöre.
Holger Fach gegen Vollborn. Der macht seine Rudermasche wieder. Fach und Tor! 2:0. Der entscheidende Elfmeter möglicherweise kommt. Wenn Kamps wiederhält oder Martin Krefer schießt, ist Leverkusen draußen. Kreh gegen Uwe Kamps. Der härteste Elfmeter der Bundesliga. Kamps hält! Unglaublich! Uwe Kamps hält 4 Elfmeter. Es ist einfach zu reimen. Der Held hält und hoffentlich erdrücken sie ihn nicht, zerquetschen sie ihn nicht.